Herr Korkut, wie erklären Sie sich diesen Schritt zurück, wie Sie es selber bezeichnen, und diese indiskutable Leistung Ihrer Mannschaft heute? Ja, zunächst einmal hat sich die Mannschaft sehr viel vorgenommen. Bevor wir auf den Platz gegangen sind, war schon auch eine sehr hohe Spannung da. Die Mannschaft wollte unbedingt und hat uns eigentlich das Gefühl gegeben vor dem Spiel, dass sie heute zumindest lange Paroli bieten wollte. Letztendlich wussten wir, dass wir gegen sehr, sehr guten Gegner spielen, dass es dann schwierig wird, auch hier zu punkten. Es hat aber, wie gesagt, an allen Ecken gefehlt. Wir haben, wenn überhaupt, die erste Viertelstunde einigermaßen mithalten können und haben dann, sieht man auch an den Statistiken, einfach auch viel zu viele unnötige Foulspiele gehabt, die wichtigen Duelle nicht gewonnen und einfach überhaupt nicht im Spiel gewesen, keine Torgefahr ausgestrahlt, und das ist heute alles zusammengekommen. Und wie schon gesagt, wenn das der Maßstab ist, dann müssen wir uns natürlich Gedanken machen. Und wir müssen jetzt schauen, dass das wirklich jetzt eine absolute Ausnahme war, dieses Spiel, dass wir das abhaken und dann einfach die Mannschaft so gut wie möglich vorbereiten auf das nächste Heimspiel, was jetzt natürlich unheimlich wichtig wird. Es sind nicht mehr viele Spiele vor uns, und wir müssen schauen, dass wir jetzt einfach dieses Negativerlebnis, was wir heute hatten, so schnell wie möglich verdauen und schauen, dass wir die Punkte holen. Ja. Sie haben gesagt, Sie hätten die Mannschaft Ihnen das Gefühl gegeben, dass Sie heute will und alles versucht, diesen Punkt zumindest zu holen hier in Leverkusen, aber geklappt hat es nicht. Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie die Mannschaft noch erreichen? Wie gesagt, ich habe vor dem Spiel hatten wir ein gutes Gefühl, und ich bin auch überzeugt davon, dass die Mannschaft vor dem Spiel wirklich alles heute reinhauen wollte. Dieses Gefühl hat sie uns gegeben, auch in der ganzen Trainingswoche. Von daher ist dann natürlich ein Spiel zustande gekommen, das uns absolut nicht gefallen hat und wir dann wirklich auch in bestimmten Phasen auseinandergebrochen sind auf dem Platz. Und jetzt habe ich die Aufgabe, das wieder zusammenzubringen und das wieder hinzubekommen, dass die Mannschaft in einem guten Zustand in das nächste Spiel geht. Alles andere, oder über alles andere, mache ich mir keine Gedanken. Ich konzentriere mich auf die Arbeit mit der Mannschaft, und das ist das, was ich auch beeinflussen kann im Moment. Jürgen Zellerstek. Herr Korkut, ich muss trotzdem nochmal nachfragen. Ich habe es unter der Woche verfolgt in Hannover. Sie haben ja nun wirklich alles versucht, um die Mannschaft eben auf den Ernst der Lage hinzuweisen im Abstiegskampf. Und dann kommt heute so ein Ergebnis raus. Wie beurteilen Sie denn jetzt noch so die Rückendeckung durch Ihren Präsidenten? Wir sind jetzt gerade hier bei der PK nach dem Spiel. Ich habe noch keinen Kontakt zu Herrn Kind gehabt. Aber wie gesagt, ich werde weiterhin alles versuchen, dass wir mit dieser Mannschaft den Klassenerhalt schaffen. Und das ist mein absolutes Ziel. Zu allem anderen kann ich leider nichts sagen.